Sonne ist gerade untergegangen. Ich glaube schon um 7. Da hat man hier so rum. Und das ist auch schön da. Ziemlich loser Untergrund. Fast nicht zu fahren. Dann schlängelt sich das und so. Boah, dann geht's wohl da lang, ne? Oder? Morgendlicher Check. Ja, so bin ich doch eigentlich ganz gut eingepackt. Wird trotzdem immer kalt. Einfach 2 Grad, 50 km/h berg runter. Aber gut, ist ja bald zu Ende. Dann erinnere ich mich einfach schön dran. Atlas Mountain Race ist in circa 2 Monaten. Ich war gerade krank, so typische Vorbereitung. Mir gegenüber sitzt Neil Thompson, er ist dieses Jahr gefahren. Und gleich mal so die erste Frage: Ich merke, es ist arschkalt gerade. Würdest du dieses Mal einen dickeren Schlafsack mitnehmen? Ich glaube ja, ich würde einen dickeren mitnehmen. Meiner war halt so um die 0 Grad. Extremtemperatur, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob er Komfort. Ich habe ihn getestet bei 1 Grad, das war okay. Da waren dann allerdings minus 5, minus 6 Grad. Auf den höheren Ebenen auch mal minus 8. Und die erste Nacht habe ich, glaube ich, bei minus 1 draußen gepennt. Wenn ich mich gedreht habe, wurde es manchmal auch kalt. Da musste man wirklich dann die perfekte Position haben. Und es ist dann irgendwie doch angenehmer, wenn man sich so verlassen kann, dass man da immer warm schläft, weil das ist dann. Ja, man friert halt genug. Wie hast du das mit den Schuhen gemacht? Also ich sag mal, ich habe ja auch überlegt, mit Winterschuhen zu fahren, aber wenn ich im Oktober mit meinen Winterschuhen gefahren bin und es wird warm, dann braucht man sich nicht vormachen, dann kriegt man Schweißfüße, kann vielleicht gar nicht mehr fahren, kriegt nasse Füße und nasse Füße sind ja schlimmer als alles andere. Hast du an den Füßen gefroren oder hast du, was ging es? Ich habe definitiv gefroren. Mhm. Ich hatte keine Sommerschuhe. Ich hatte Shimano ME7 heißen, glaube ich. Ja. Das sind so Zwischensaison-Schuhe, leicht wasserabweisend. Und hatte noch Thermoeinlagen von Rossmann oder so irgendwie drin. Da hatte ich gedacht, die nehme ich dann nach dem ersten Berg raus. Aber es war einfach doch so lange kalt, dass ich sie komplett drin gelassen habe und irgendwann erst. Ich glaube, ich habe sie erst am Ende weggeschmissen, weil ich dachte, wenn ich jetzt was rausnehme und ändere, so, das ist ja auch ein paar Millimeter Unterschied. Ich hatte der Sommer über Schuhe noch drüber und wenn es wirklich kalt wurde, an den Füßen wurde es auch, bin ich gelaufen. Also ich habe dann bewusst gesagt, ja, jetzt gehe ich, bis die Füße wieder warm sind. Und dann, das ging dann so, aber angenehm war es nicht. Also Neoprenüberzieher, finde ich persönlich, sind ja schwerer als der Schlafsack im Endeffekt. Würde ich jetzt nicht mitnehmen, muss man halt ab und zu gehen. Was dann nachher die schnellere Taktik ist, weiß ich nicht. Aber Winterschuhe, also ich habe halt das Glück, ich schwitze eigentlich so nicht in den Füßen so richtig doll. Und es war tagsüber auch erst am vierten Tag so, dass man da vielleicht über 15 Grad hatte, also so richtig sommerliche Temperaturen, heiß war es jetzt bei uns in dem Fall eh nicht. Deswegen kann ich schwer sagen, wie es ist, damit zu fahren, wenn es 40 Grad oder 30 Grad hat. Ich glaube, die Maximaltemperatur war nachher 17, 18 Grad. Das ist ja gefühlt noch kein richtiger heißer Sommer, so, ne? Auch nicht das, was man sich in Marokko vorstellt. Ich muss sagen, ich habe es letztes Jahr im Dezember, bin ich vom Brock nach Berlin gefahren und dann war halt so dieses perfekte, schlechte Wetter, nass, kalt, um die unter 0 Grad und nasse Füße, finde ich, ist halt zum Fahren auch das Schlimmste überhaupt, wenn es feucht ist und von daher schwierig. Es ist halt recht trocken dort, also es regnet ja normalerweise nicht. Bei uns hat es auch nicht geregnet die letzten 2 Stunden an der Küste, das kann wahrscheinlich vorkommen.
Aber es ist grundsätzlich echt trocken. Also durch die Minusgrade und die Wüste da. Und wenn was kurz nass wird, trocknet es auch relativ schnell. Ich bin an der zweiten Nacht abends mit dem linken Fuß so in den Fluss, diese Flussüberquerung dort. Hatte mir da auch nicht so richtig Gedanken gemacht, aber ja, es wurde dann kalt, 0 Grad. Es ist eigentlich jetzt nicht viel durch den Schuh gekommen. Mhm. Es hatte so das Gefühl, dass das, was durch war, ist auch relativ schnell wieder verdunstet, weil es einfach doch trocken ist und die Feuchtigkeit wieder weggezogen wird. Ja, ich glaube 2-3 Stunden bin ich noch gefahren, bevor ich dann, oder nee, 6 sogar. Ja, es war auf jeden Fall Glück, nur der Schuh und nicht, dass ich da irgendwie reingefallen bin. Da hätte man auch gut in den Fluss fallen können. So, ich bin da einfach irgendwie durchgefahren, habe mir da vorher viele Gedanken gemacht, wie komme ich da rüber und so und Schuhe ausziehen und durchlaufen. Es dauert alles zu lange, denke ich, bevor ich hier sitze, Schuhe an, aus, dann wieder Füße abtrocknen, bis man dann da in den Socken ist und in den Schuhen. Und dann weiß man ja auch nicht, ist da irgendwas im Fluss? Schneidet man sich vielleicht noch einen kleinen Schlitz im Fuß, genau, der dann auch nervig ist, so die nächsten Tage entzündet oder so. Ja, deswegen einfach durch und aufs Glück hoffen. Du hast ja irgendwie 6 Tage oder so gebraucht oder 6,5. Du hast, glaube ich, 3-mal drin geschlafen, 3-mal draußen. Würdest du, wenn du es nochmal machen würdest, würdest du mehr draußen schlafen? Oder würdest du es genauso machen? Also ich wollte ja eigentlich nur draußen schlafen. Ja. So mache ich einfach gerne. Ich finde es irgendwie immer anstrengend, da einchecken, diskutieren und dann irgendwie dann noch gucken, ob da ein Zimmer ist. Und also ich bin gerne einfach aufhören, wenn ich keinen Bock mehr habe, hinlegen, draußen schlafen und dann hat man auch seine Ruhe. Aber es war einfach zu kalt. Deswegen habe ich Unterkünfte gesucht. Also es war mit dem Schlafsack nicht angenehm zu wissen, jetzt bei minus 4 Grad draußen zu schlafen, auch in dem Biwak. Und so diese 3-4 Stunden schlafen. Ich habe dann, glaube ich, auch gerne drin dann 6 Stunden, weil einfach keinen Spaß macht, um 1 schlafen zu gehen und um 4 aufzustehen. So, das habe ich mir dann, ich glaube, die erste Nacht habe ich es gemacht, weil es draußen einfach kalt war, das Liegen. Und dann bin ich weitergefahren, aber dann drin. Man war froh, wenig dunkle Stunden zu haben und mehr zu schlafen, weil es wird irgendwie um 7 dunkel und erst um 8 wieder hell, hast du 13 Stunden Dunkelheit. Und ja, je mehr du schläfst, desto weniger fährst du in der Dunkelheit. Und ich fand das, also man sieht nicht ganz so viel und es ist arschkalt. Und also mich hat das fertig gemacht morgens. Ich bin zwar immer so gegen 5 los, aber ich habe dann irgendwie gegen 10 oder 11 halt auch da im Hotel oder Unterkunft mich hingehauen. Mir hat das dann gereicht. Dann hatte man abends halt seine 3 Stunden und morgens seine 3 Stunden Fahrt im Dunkeln. Dann ist gerade untergegangen. Hat schon um 7. Na, hört man hier so rum. Und das ist schon da. Ja, ziemlich loser Untergrund. Fast nicht zu fahren. Und dann schlängelt sich das hier so. Man schon wieder Bock loszufahren. Boah, dann. Würdest du das nochmal antun, wenn du dich jetzt anmelden könntest? Nächstes Jahr nicht, aber ich glaube irgendwann bestimmt nochmal. Doch, war schon cool. Da lang, ne? Oder? Das ist schon ziemlich alpin. Geil. Na, da. Grad, 50 km/h bergunter. Aber gut, ist ja bald zu Ende. Dann erinnere ich mich einfach schön dran. Ja, das war auch am 5. Tag. Willst du was dazu sagen? Warst du da einfach fertig oder? Da hatte ich halt schon die Nackenschmerzen recht doll am 5. oder 6. 5. Morgen, ja. Ich konnte den Nacken halt einfach nicht mehr hoch. Also ich konnte den Kopf nicht mehr hochheben. Das ging aber nicht. Keine Ahnung. Bist du mit Helm Lapper gefahren? Nee. Ja. Ich habe auch einen super leichten Helm. Ja. 230 Gramm oder so. Keine Ahnung. Also kalter Nacken, kalt geworden und vielleicht mangelnde Nackenmuskulatur durch tägliche Schreibtischarbeit. So, zurück zum Atlas Mountain Race.
Was mich gerade besonders nervt, oder damit habe ich mich gestern beschäftigt, ist so das Thema Flug. Habe auch mit einem Kumpel telefoniert, der auch mitfährt aus Dresden. Wie hast du das gemacht? Du bist ja direkt auf die Seite der Lufthansa und hast dann einen Flug nach Marokko gebucht und gesagt, hey, großer Koffer, nimm mich mit. Ich habe auch irgendwie ein bisschen geguckt, wollte am liebsten direkt fliegen, ob irgendwie Berlin, Bremen oder Hamburg irgendwas gibt, aber das glaube ich war irgendwie nur über Frankfurt und dann hatte ich auch verschiedene Seiten angeguckt und ich fand immer schwierig zu wissen, ob man da jetzt sein Fahrrad mitnehmen kann oder nicht oder ob man irgendwas buchen muss. Und habe dann bei der Lufthansa gelesen, dass die sozusagen ein Gepäckstück inklusive haben bis 23 Kilo und es ist egal, also wie groß das ist und das kann auch ein Fahrrad sein, also ein Fahrradkoffer. Und dann habe ich über die gebucht, weil ich dachte, dann muss ich mich um nichts mehr kümmern. So. War dann auch so. Also ich hatte sogar das Glück, dass ich Business Class hatte auf dem Hinflug, weil es war irgendwie 100 € billiger als Economy. Und da war sogar 32 Kilo drin. Dann konnte ich all mein Gepäck noch in den Fahrradkoffer packen und das war irgendwie richtig entspannt. Musste dann in Frankfurt umsteigen, hatte da aber auch Panik, dass das Fahrrad dann mit umgeladen wird. Und da hatte ich jemanden direkt getroffen, der bei der Lufthansa arbeitet, auch mitfährt bei dem Atlas Mountain Race. Und es waren, glaube ich, 7 Fahrräder, die in das Flugzeug geladen wurden, also mehrere Ordentlich. Teilnehmer dann da. Und genau sein Rad kam nicht an. Und er hatte es extra angemeldet und richtig so. Und ich dachte, meins kommt jetzt nicht an, weil ich habe es ja nicht extra angemeldet und das ist größer als so ein durchschnittliches Gepäck. Aber ja, es kam dann an und er musste dann einen Tag später, also nochmal 24 Stunden warten auf den nächsten Flug und hat das dann auch bekommen. So. Da hätte ich so Aber richtig ja, Schiss. das macht einen auch nervös. Also wenn Ja, man dann denkt, wenn natürlich. man ankommt und dann hat man kein Fahrrad, was macht man dann? Schon mal Nee. gucken, wo ist der Fahrradladen, wo kriegt man dann ein Ersatzfahrrad? Jetzt stell mal Also man vor, hat ja du dann hast schon ein Bock. Fahrrad für so 7.000 bis 8.000 € und bist dann gezwungen, dir im scheiß Decathlon ein Fahrrad für 500 € zu holen und willst dann Atlas Mountain Race fahren. Da würde ich das in Zukunft nur noch so machen. Einmal ein Decathlon für 600 € ein Rennen fahren und danach einfach stehen lassen. Ja, hier, So ein gutes nimm mit. Konzept. Hält bestimmt auch. Ja, ob es Spaß Noch macht, mal ein andere bisschen. Frage, aber da es Leute auch mit dem Gravelbike fahren können, garantiert. Ja, ich hatte ein Hardtail hatte ich dabei. Das passte auch irgendwie gerade so in den Koffer. Ich hatte das XL-Koffer von Evoque, Mountainbike-mäßig, aber es war trotzdem eng alles. Also ich hatte auch mehrere Koffer vorher probiert, wie passt das mit den fetten Reifen und so. Das hat mich auch irgendwie nervös gemacht. Nicht, also die meisten Koffer waren so, wenn man dann was drauflegt, dann drücken die Reifen so doll auf den Rahmen, dass man da auch beim Carbon denkt, das hält doch nicht. Titan ist ganz geil. Ja, Titan, Stahl, Alu, alles ein bisschen schöner als Carbon, wenn man so fliegt oder so und das Gefühl hat. Bei mir war aber nichts am Rad. Das hat echt alles super geklappt. Beim Kumpel, der auch vor Ort war aus Kiel, der hatte eine verbogene Bremsscheibe und die hat dann immer geschliffen. Das haben wir dann mit einer Zange einfach gemacht. So, das hat irgendwie auch geklappt. Aber ja, also gibt dann ja immer irgendwelche Lösungen, aber also was passiert dann? Wie hast du das gemacht? Also Thema Hotel, wir hatten ja schon mal gesprochen. Nelson will ich da noch nicht nerven. Beim letzten Mal hat er mir geschrieben, dass die Hotels noch nicht bestätigt sind. Das hast du dir im Februar, Januar ein Hotel gebucht oder wie hast du das gemacht? Ja, ich weiß gar nicht mehr wann. Als er bestätigt hatte, hatte ich dann auch gebucht. Weil ich dachte, es ist schon cool, einfach direkt in dem Hotel dann zu sein, wo auch der Start ist. Und Nelson versucht es auch so zu organisieren, dass es ein Hotel ist, wo theoretisch alle unterkommen können, die teilnehmen und dann Bock drauf haben. Also ist dann ja eine Frage, ob du da sein willst, wo alle Ja, sind oder ob klar. du es gerade nicht willst. Ich fand das gut, weil da muss man nicht nochmal gucken mit Gepäck rüberbringen, Tag vorher. Genau. Dann ist man eh da, gibt es einfach ab und fährt dann los, kann da am Pool abhängen und ist jetzt kein romantischer Marrakesch-Charme, dann da das Hotel. Das ist so Den willst du 5 Kilometer auch außerhalb, aber einfach ein großer Bau, der einfach nur Touristen abfangen will und Geld machen will. nicht.
Aber wir haben von da dann auch noch eine Ausfahrt gemacht, weil dann viele da waren, sind wir zu fünf noch eine Runde gefahren, Tag vorher 50 Kilometer, haben schon mal, das hat auch richtig Spaß gemacht, ein bisschen langsam, schön schnacken und hier und da nochmal halten, essen, Cola trinken. Und das hast du ja natürlich nicht, wenn du irgendwo alleine bist. So. Ja. Das war schon ganz gut und es kostete dann 50 Euro, das ist dann auch, im Vergleich zu hier ist das immer günstig, so, ne? Aber klar, kriegst du da auch was für 10 oder 20 Euro. Und da bin ich 2 Tage vorher gewesen, also habe 2 Nächte da übernachtet und hatte dann mein Rad da im Hotelzimmer. Die haben dann das auch quasi, konnte die Fahrräder überall durchschieben, ins Hotelzimmer nehmen, auf den Balkon stellen, zusammenbauen und hatte genug Platz. Das war schon echt cool. Aber die wissen, glaube ich, auch, dass sie damit halt richtig viel Geld verdienen und nicht so wie Deutschland. Ja. Ja, geht nicht. Ich denke halt, warum bestätigen die es jetzt noch nicht? Also worauf warten die? Ein besseres Angebot? Also 150 also, Leute übers Wochenende? Genau. Also Nelson hatte bisher noch, also es kam halt bisher keine Info zum Hotel, auch nicht über die Race-App, von daher frage ich nochmal im Januar. Ja, also ich glaube, dass der marokkanische Lifestyle, die planen einfach noch nicht so weit. Genau. Das ist im Februar, also warum sollen sie da jetzt schon dran denken? Ja, genau. da sind wir anders. Ja, und genauso kann man sich darauf verlassen, dass man eigentlich 1-2 Stunden vor irgendwelchen Sachen immer noch doch noch was organisiert kriegt. Da so Rückflug ging dann von Marrakesch ja wieder und das Ziel ist in Essaouira. Und da war dann Bustransport. Und wenn man jetzt sagt, man will irgendwie, der Flug passt nicht mit diesen Bustransportzeiten zusammen, und dann muss man ja irgendwie selber gucken. Aber auch da kannst du theoretisch an der Straße die Hand heben und sagen, ich muss in 3 Stunden Marrakesch sein am Flughafen. Ja. Und dann sagt er, ja, mein Bruder hat ein großes Auto, ich fahre dich da jetzt zu meinem Bruder, der holt sein großes Auto, wir packen dein Fahrrad da dann rein und dann fahren wir zum Flughafen, das klappt, dann gibt es mir 30 Euro. Und man, das geht. Und die meinen das halt auch ernst und das klappt. Und hin und wieder gerät man dann an jemanden, der sagt, er will halt 10 Euro mehr haben, aber ja, im Endeffekt kommst du halt an. So, ne? Denn egal, du willst ja nur ankommen, wegkommen und er will es ja nicht. Aber es ist ein schöner Zielort und ich war dann da auch im Hotel, ich weiß nicht, 2 oder 3 Nächte, wann kam ich an? Am Donnerstag war ich im Ziel. Nee, am Freitag war ich im Ziel. Ich glaube, am Sonntag bin ich abgereist, also auch nochmal 2 Nächte. Und das, da waren dann auch die meisten. Ein paar hatten dann in dem Ort was in dem Stadtkern, Altstadt da gesucht. Aber das kann man gut machen einfach. Und dann, ich hatte das auch erst im Ziel dann quasi gesagt, ja, ich bleib jetzt hier. Sind Leute mit dem Fahrrad zurück nach Marrakesch gefahren oder niemand? Irgendwie die Strecke soll, glaube ich, nicht so geil sein. Ja, man kann ja Umwege fahren. Die Direktstrecke würde ich, glaube ich, auch nicht fahren. Das ist so eine Hauptstraße. Aber ich meine, 1-2 haben es gemacht. Also ich hatte jetzt mit niemandem gesprochen, aber ich habe es nachher bei Instagram gesehen, dass da noch jemand sagt, hier, Rückreise, Marrakesch. Und dann mal so Tankstellenbilder gepostet. Es sind viele, aber die während des Rennens dann ausgestiegen sind bei Kilometer 3 oder 400, die haben dann einfach die Hauptstraße zum Ziel genommen. Gesagt, so, das ist mir jetzt irgendwie zu hart oder ich habe mir irgendwas. Dann sind sie ganz entspannt, irgendwie 100, 200 Kilometer auf Straße, dann durch die Täler, dann hast du es auch flach da. Auch zu dritt oder viert einfach. Was haben die da gesagt? Scratch Train. und die hatten auch eine gute Zeit, die waren dann im Ziel, immer so ein Team. Das kann man ganz gut machen, wenn man da einfach keinen Bock mehr hat, dann fährt man eben Hauptstraße zurück. Nur ein bisschen teuer. Achso, deswegen? Ich meine, die hatten dann ja auch nur quasi Urlaub, ne? Die sind dann nochmal auch über die Orte, die so, da, man kommt ja an so Surferorten vorbei, da haben die dann auch nochmal Nacht übernachtet. Ja, aber man hat ja doch relativ viele, also klar, wenn man es immerhin sich einzugestehen, ich schaffe das jetzt nicht, ist besser, als sich da in irgendwas reinzustürzen, wo es vielleicht lebensgefährlich wird, aber ich hatte ja auch hoffe, so an Tag 4 oder 5 hatte ich auch echt so überlegt, boah, ich kann meinen Kopf nicht mehr richtig halten, was mache ich jetzt und soll ich jetzt weiterfahren oder soll ich ins Hotel abbrechen und einfach, und dann habe ich gedacht, ja, ich bin ja jetzt nicht hier, um 3 Tage im Hotel zu sitzen oder 5 sozusagen, also die 3 plus die 2 Puffer.
um dann nach Hause zu fliegen. So. Und dann fahre ich jetzt einfach langsamer und klar, im Endeffekt habe ich jetzt seit dem Nacken- und Schulterprobleme und Fehlhaltung und Schmerzen. Bin da dann ein ordentliches Risiko eingegangen und dann kann man auch überlegen, ob sich das lohnt, ein halbes Jahr so ausgenockt zu sein. Ja. In dem Moment hatte ich dann halt so entschieden, ich will jetzt nicht im Hotel sitzen, ich will das jetzt weiterfahren und auch wenn es anstrengender ist und so, ich habe nicht das Gefühl, dass mein Körper dadurch kaputt geht. Ja. Er ist jetzt kaputt gegangen, im Nachhinein habe ich es gemerkt, aber das ist dann immer schwer. Also solche Situationen hatte man dann ja auch vielleicht noch nicht. Also ich hatte das vorher noch nie, dass ich meinen Kopf nicht mehr heben konnte und ja, jetzt bin ich in Physio und alles und das wird auch wieder, ich habe das Gefühl, es wird besser. Aber genau, da muss man dann abwägen. Gab es einen Bike-Check oder also haben die sich die Fahrräder angeguckt, ob du ein zweites Licht dabei hast oder irgendwas oder gab es sowas? Ich glaube, man muss ja kein zweites Licht dabei haben. Ja. Aber die haben am Vorderreifen gedreht, die Bremse gezogen, am Hinterreifen gedreht, die Bremse gezogen, Licht an und aus gemacht und gesagt, das ist ein super Rad. Also ich glaube, solche guten Räder haben die eh noch nie gecheckt. Deswegen, also, ja, es gab einen Bike-Check für die Mandatory-Dinger. Also die Bremse muss gehen. Aber ob der Bremsbelag jetzt ab ist oder neu ist, das kontrollieren sie nicht. Und ich glaube, ob da jetzt zu viel Luft drin ist oder nicht. Also in den hydraulischen Bremsen jetzt müssen ja auch ab und zu entlüftet werden. Also die machen einfach ein Oberflächenlicht an, Licht aus. Und wenn sie den Schalter nicht finden, dann wundern sie sich, dass es nicht geht. Aber ja. Ist tatsächlich eine Frage, weil ich habe gestern mit Martin telefoniert und dann so, ja, gibt es da einen Bike-Check? Und genauso, wie ist das? Du musstest ja ein ärztliches Attest vorlegen. Du bist jetzt einfach zu deinem Hausarzt hast gesagt, hier, Ding heißt Atlas Mountain Race, unterschreib mal, hier hast du 10 Euro oder wie hast du das gemacht? Ja, ich hatte ja durch das Bohemian Border Bash das schon mal gemacht. Ja. Da musste man das auch vorlegen. Mein Hausarzt wusste dann sozusagen schon Bescheid. beim ersten Mal hat sich das dann bezahlen lassen mit 50 Euro. Ne? Ja. Ich hatte einen Brief vorgeschrieben. Er hatte dann aber nochmal ein EKG gemacht, glaube ich, oder ein Belastungs-EKG. Mhm. Meinte, ist ja super. Musste ich da eben im Sitzen so die Kurbel treten, bis ich da Maximalpuls war. Aber du bist zum Sport ausgegangen, oder? Nee, Hausarzt. Ja. Beim ersten Mal fürs Bohemian Border Bash und beim zweiten Mal hat er gesagt, ja, wir haben es ja vor einem halben Jahr gemacht. Ist irgendwas? Nö, okay, dann fülle ich das aus. Dann hat er für den Brief halt auch nochmal 50 Euro kassiert. Es war teurer als dieses Belastungs-EKG. Ich glaube, die wollten dann einfach noch sagen, ach, wenn der jetzt dauernd kommt, dann lassen wir uns das bezahlen. Aber das ging. Also auch auf Englisch haben sie es auch. Okay, cool. Wir haben es alles hochgeladen. Wir haben es alles hochgeladen. Ja. Vor Ort wurde es jetzt nicht mehr gecheckt. Krankenkassenkarte, glaube ich, gescannt oder hochgeladen. Also wurde auch nicht mehr gecheckt. Musst du das nochmal hochladen oder wie ist das gewählt? Also hab ja dazu gar keine Nee, genau. Das kam dann auch relativ spät. Er meinte, um das Prozedere vor Ort zu verkürzen, ladet doch eure Dokumente alle mal hier hoch. Und dann hat man das gemacht. Ist ja auch entspannter als wenn man da so viel. Aber du man muss ja noch eine Mütze einsammeln und ein T-Shirt. Du könntest jetzt aber auch theoretisch selber schreiben, hier Dr. Niels Thompson, fit, zack. Ja. Kontrolliert ja theoretisch keiner. Sie sind ja eh in Marokko und ob es jetzt echt ist oder nicht. Nee, das könnte man theoretisch machen, das kontrolliert keiner. Ja. Also, das ist alles sowieso nur Show, also finde ich. Es ist wichtig, dass man es ernst nimmt. Und ich glaube, deswegen wird es auch gemacht. Ja, natürlich. Im Endeffekt unterschreibst du auch kurz vorher nochmal, dass alles, was du da tust, eigenverantwortlich ist. Ja. Und Nelson für nichts verantwortlich gemacht werden kann. Und er schreibt ja auch, man braucht eine Sportversicherung. Ich hatte meine Versicherung angeschrieben, ich mache hier so eine Sportveranstaltung und alles, was nicht in der Versicherung ausgeschlossen wird, ist inbegriffen. Und da steht halt fast nichts drin. Also es ist alles mit versichert. Und dann ist ja auch die Frage, wie meldest du es der Versicherung? Ja, ich bin hier in Marokko und habe hier beim Ultra Fahrrad mitgemacht oder ich bin in Marokko und bin aufs Knie gefallen. Ja, also, genau. Das ist dann ja auch die Frage, was und
Genau, und dadurch, dass man unterschreibt, dass man ihn für nichts verantwortlich macht, weiß ich auch immer nicht genau, was das alles soll, aber ich glaube einfach, damit man es ernst nimmt. So. Ja, es ist auch der Fragebogen vorher. Es wird ja auch nicht die Taschen konkret kontrolliert, da steht zwar stichprobenmäßig, aber vielleicht machen sie es bei welchen, die total chaotisch aussehen und wo sie das Gefühl haben, da macht das keinen Sinn, aber auch da waren ein paar vor Ort, wo man das hätte dann machen müssen. Ja. Also irgendwer verläuft sich ja immer. Ich finde es ja schon mal besser als, ich sag mal, Badlands, da hat sich jetzt ein Kumpel angemeldet und da wird halt nichts gemacht, soweit ich das mitbekommen habe. Ne? Und ich sag mal, es kommen halt immer irgendwelche Leute, die denken so, Atlas Mountain Race ist cool, mein Rennrad hat Bock darauf und ich bin schon 1000 Kilometer in den letzten 2 Jahren gefahren. Und ich weiß nicht. Nee, es ist ja. Der Nelson verdient ja damit sein Geld. Genau. Er hat ja mittlerweile 3 Rennen und hat viele Sponsoren und hat ja auch ein super Media-Team da und immer super viele Follower. Also da kommt schon was bei ihm rum und ich glaube, er muss es halt einfach ernst nehmen und ernst transportieren und entsprechend so vorlegen können. Aber am Ende ist er eh immer fein raus. Ich meine, er lebt, glaube ich, in Kirgisistan, kommt eigentlich aus UK und das passiert in Marokko und du bist Deutscher und also er ist nicht greifbar. Bis er verantwortlich gemacht wurde, also das kommt einfach nie an bei ihm. Quasi die Post und die Klagen und so, also das ist, das muss man sich halt auch alles mal überlegen. Ja. Das ist ja schon, wenn du in Frankreich einen Unfall baust, bis das hier ist und wenn du dann, ja, kannst ja mal in Marokko einen Kratzer ins Auto machen, das kommt wahrscheinlich auch nie hier an. Nee, aber grundsätzlich ist ja dieses Ultra-Cycling eine Art Selbstverantwortungsveranstaltung und du machst das ja auch eher für dich, als um Erster zu sein. Es gibt zwar ein paar Freaks, die das machen, um Erster zu werden, aber die bekommen ja nichts. Genau. Ich glaube, da gibt es eine vergoldete Tagine, die von irgendwie einem Marokkaner Gold angesprüht wurde und danach sind deine Hände Gold und wenn du es in die Tasche packst, deine Tasche Gold. Aber genauso muss man diese Verantwortung eben, die man da hat, selber tragen und du kümmerst dich im Endeffekt ja um vieles selbst. Dir wird ein Rahmen geboten, wo diese Hotels so drin sind, du hast eine coole Route, du hast auch die Checkpoints, wo du dann Verpflegung kriegst. Irgendwie auch, aber auch die, du musst ja immer trotzdem alles selber bezahlen. So, ne? Ja, natürlich. Da Kosten ist ja auch ein Riesenfaktor bei so einem Event. Ja. Und ich sag mal, wenn du schon Leute so wie Sofiane siehst, nichts gegen ihn allgemein, mega Leistung, aber wenn du dir die Augen anguckst, ich sag mal, da sagen viele, der nimmt irgendwas, 2-3 Tage durchfahren ohne schlafen, dann hat er ein Cape dabei, in dem er pennt, notfalls gedrungen eine halbe Stunde. Weiß ich nicht, ob das so gesund ist, aber muss jeder. Gesund ist das nicht, aber er schafft's, ne? Ja. Aber er sieht ja auch entsprechend gut aus. Naja, es geht so. Ja, das ist er ja auch durchgefahren, aber da war das 1000 Kilometer. Aber ich glaube, in dem Jahr, wo ich da war, die hatten immer so 2-3 Stunden gepennt. Finde ich auch krass, also ja. Ich würde jetzt die nächsten Male, glaube ich, eher auf ein bisschen mehr Schlaf gehen, einfach weil man dann ein bisschen ausgeruhter ist, auch jetzt durch meine Verletzung in der Schulter, die Pausen bewusster einplanen und dehnen und all solche Sachen eben. Aber es gibt Körper, die brauchen das halt nicht, ne? Ja, genau. Du bist ja mit einem Flatbar gefahren, ne? Es gab ja auch Leute mit Dropper, hast du irgendwie gemerkt, ging es den Leuten besser oder hatten die auch am Ende diese Griffprobleme, die viele beschrieben haben, oder hast du da irgendwas mitbekommen? Also in dem Gelände ist ein Dropper auf jeden Fall sicherer in den Downhills. Ne? Ich hatte den von 74 auf 60 gekürzt. Ja. Fand ich auch ausreichend so. Mhm. Aber klar, je breiter, desto sicherer bist du so beim Runterfahren. Ja, ich glaube aber so ein Dropper mit 48, 50er Breite, das wäre schon eine coole Sache. Also würde ich, glaube ich, nächstes Mal versuchen. Oder es gibt ja auch Flatbar mit so Innengriffen, dass du so ein bisschen Dropbar-Feeling hast, ne? Ist vielleicht auch eine coole Sache für sowas.
Oder was meinte ich gerade? Ich glaube, Flatbar. Nee, ich bin Flatbar gefahren, ne? Ja, Ja, nicht genau. Dropper, ja. Genau, also hier. Ja. Und hatte den von 74 auf 60 gekürzt. Ich glaube, ich hatte mich gerade versprochen. Ja, Und Dropper würde ich dann nächstes Mal quasi machen, ein bisschen breiter. Ja, auch weil ich das hier täglich fahre und ich das Gefühl hatte, für meine Schulter ist die Flatbar-Haltung so ein bisschen verkrampft. Also es ist immer, die Schulter fühlt sich lockerer und beweglicher an, wenn ich in Dropper-Haltung fahre. So. Also ich habe es ja auch ein, zwei Mal so ausprobiert, zumindest mal beim Greifen, aber ich muss halt sagen, auf Dauer fühle ich mich da halt nicht wohl, aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, wenn du so 10.000, 15.000 Kilometer im Jahr fährst, nur mit Dropper, ist es halt schwierig umzusteigen auf etwas, was du nicht gewohnt bist. Ich hatte das Mountainbike neu gekauft im Oktober vorher und dachte auch, ich baue das um mit elektronischer Schaltung und Dropper. Habe mich dann aber dran gewöhnt und hatte dann diese Ergon-Griffposition noch und hatte das Gefühl, für meine Hände ist es besser. Ja. So, und habe mich dann. Bin damit viel gefahren vorher und dachte, okay, ist cool, das mache ich jetzt. Ist auch ein Unterschied zu meinem Gravelbike dann. Ja. Aber ja, ich glaube, wenn ich nächstes Mal sowas Längeres fahre, teste ich das mal mit so einem Dropper wieder. Also beim Steppenwolf. Ja, mal sehen. Aber das sind ja nur 500 Kilometer im Flachland. Ne? Ich dachte, du wolltest Wildtrack fahren. Also meine Mannschaft hat dagegen gewotet. 2-1. Wow. Bin ich gespannt. Also Gravel Drag wird, glaube ich, ziemlich schwierig. Ich sag mal, es war schon schwierig. Also dieses Jahr war es so, es hieß, ja, Wildtrack wird sich eh keiner anmelden, klappt safe, bam, alle Plätze weg. Und es ist auch mega cool, dass sich halt so viele Mädels für einen Gravel Drag anmelden. Aber es, weiß nicht, ob es leicht wird, aber ich sag, du stehst eben Markus mit Kontakt. Wenn die Plätze beim Gravel Track jetzt voll sind, fahrt er halt weit weg. Ja, vielleicht. Ja. Also ich hätte auch Bock auf den, aber es ist natürlich auch ein Tag länger wieder geschätzt. Kommt drauf an. Also, du musst halt nur mehr fahren, ne? Ja, oder weniger schlafen. Ja, genau. Beides. Dieses Jahr so viele, also ich bin ja weit weg gefahren und die Sache ist, die meisten schlafen halt im Checkpoint, aber wenn du halt dahinter schläfst und ich sag mal, ihr habt ja viel zu viel Erfahrung dafür, dass ihr nach 150 Kilometern im Checkpoint schlafen wollt, dann bist du auch in 2,5 Tagen durch. Ja, wir hatten jetzt die Routen so ein bisschen angeguckt aus dem letzten Jahr, die Durchschnittsgeschwindigkeiten bei Komoot dann auch mal und hatten dann gesagt, wenn wir es in 3 Tagen machen wollen, dann gehen wir auf Nummer sicher mit dem Gravel Track und wollen auch zu dritt, also man macht dann eher mal eine Stunde Mittagspause und setzt sich dahin. Und beim Wildtrack müsste man sich dann schon sputen. Also ich habe 3,5 Tage gebraucht, habe in der dritten Nacht aber auch nur eine Stunde auf dem kalten Beton im Bunker geschlafen, weil ich so fertig war. Ist alles machbar und je nachdem halt, weiß nicht, man schläft halt meistens eh bloß so 4-5 Stunden, glaube ich. Aber muss jeder für sich selber wissen. Kann ich nur empfehlen, auch ein cooles Event. Ich würde nochmal aufs Thema Schlafsack so ein bisschen eingehen. Also, dass es kalt war, weiß ich ja schon. So, du hattest ja den Helium Bivy, den habe ich mir jetzt auch geholt. Einfach mal, weil es wirklich keine Alternative gibt. Oder ich sag mal, es gibt noch den Bora Gear, der ganz nett aussieht, aber den kriegst du halt richtig schwer. Und was ist deine Meinung zum Helium Bivy? Ich finde, das ist eigentlich so das perfekte Mini-Zelt. Ja. Also wenn man jetzt eher der Zelttyp ist, dann ist das so ein Kompromiss zu sagen, ja, ich nehme mal einen Biwaksack, weil da kann man es auch komplett zumachen und hat so eine Stange, wo es vielleicht nicht im Gesicht hängt. Deswegen ist es so bequem. Ich glaube dort, Ich habe dann den später nochmal hier in Deutschland, den beim Holy Gravel, da habe ich dann meistens offen gepennt und ohne Stange. Ja, man spart ja 50 Gramm, glaube ich, wenn man die Stange zu Hause lässt. Du hast da auch keine Bäume, um das irgendwie so richtig aufzuhängen. Also wenn, dann brauchst du die Stange. Wenn es nachts kalt ist, ist es natürlich angenehm, wenn du es zumachen kannst. So, ne? Und dann hast du da vielleicht nochmal 2 Grad wärmer, so durch diesen Luftkegel, durch das Atmen auch. Das ist schon ganz, ganz toll und da wiegt ja auch echt wenig. Genau, da kommt 50 Gramm im Vergleich zu meinem Snutpack Stratosphere, Ionsphere mit 1,2 Kilo
ist es halt schon gewiss, ja, dass ich lieber für einen Schlafsack habe als für einen Zelt. Und das vom Aufbauen und alles ist es ja auch total einfach. Also man braucht die Stange theoretisch nicht. Du hast genug Platz, um Isomatte reinzustopfen. Dadurch ist halt die Isomatte auch sicher. Es gibt ja viele, ja, Biwaksäcke, wo du die draußen hast. Da musst du eine Unterlage nochmal hinlegen. Da bist du fast auch beim gleichen Gewicht wieder. Ja, genau. Deswegen, das ist schon cool. Und dann kannst du auch dicke Schlafsäcke mit reinnehmen, weil der einfach voluminös ist. Ich hatte sogar meine Schuhe mit reingenommen an die Seite und hatte meine Elektrosachen auch mit reingenommen und ein Handy nachts und alles zu laden. Man konnte quasi auch auf der Seite so Arm, Kopf abstützen und ein Buch lesen auch. Also man hatte schon das Gefühl, man ist in so einem kleinen Raum dann. Das ist angenehm. Ist dein Schlafsack nass geworden oder ist alles trocken geblieben in dem Teil? Nee, da ist alles trocken geblieben. Also ich hatte das da 3 Nächte ja getestet, nicht getestet, benutzt. Nur beim Test vorher das war eigentlich Extrembedingungen. Bei Schneeregen und 1 Grad hatte ich den getestet hier. Ja. Und auf einer nassen Wiese. Mhm. Und da ist auch am Schlafsack nichts nass geworden. Das Einzige, was nass geworden ist, dadurch, dass es hat halt geregnet, Schneeregen. Mhm. Und dann hatte ich offen geschlafen. Dann irgendwann ist mir es halt ins Gesicht, habe ich zugemacht. Ja. Und dann durch diese Kondens vom Atmen ist es dann nass geworden, oben in dem Bogen, wo diese Stange ist. Und dann tropfte das da hin und wieder. Mhm. An der Stelle, wenn man da rankommt mit dem Schlafsack, wird es nass. Aber ich bin auch keiner, der so extrem schwitzt dann. Man muss halt aber immer aufpassen, dass irgendwas offen ist, weil es doch Erstickungsgefahr gibt, dann, wenn man den ganz zumacht, weil der nicht so atmungsaktiv ist, sondern eher sehr wasserdicht. Das ist ja schon mal gut. Also bin ich schon mal beruhigt. Ich werde in 2 Wochen testen, mal Freeze 400. Will mindestens 1 Nacht draußen schlafen, vielleicht auch 1/2 nochmal extra, mal gucken. Und würde dann mein Extremtest. Was hast du die ganze Zeit gegessen? American Cookies. Perfekt. In Marokko hergestellt mit 30% marokkanischem Sandanteil geschätzt. Einfach ein Traum. Ja, nee, das war überhaupt nicht gut. Also viel Zucker, weil das war, was so an den Läden auslag und dann hast du gesehen und sagst du da, weil sonst, das sind immer so Läden, wo du vorne einen Glastresen hast, da eigentlich nur verstaubt ist, wo du nicht mehr durchgucken kannst. Und dann geht nach hinten halt dieser Raum und du müsstest ihm dann, oder meistens sind es männliche Verkäufer, sagen, was du haben willst. Ja. Du kennst ja nichts und es steht auch nichts drauf, so was du lesen kannst. Und deswegen nimmt man dann immer irgendwas und dann versucht man denen vielleicht zu sagen, ich hätte gerne Oliven oder Sardinen, aber die sprechen kein Englisch. Und dann landet man schnell einfach bei den Produkten, die man greifen kann. Und das sind immer Süßigkeiten, Fake-Produkte quasi, nachgeahmte Snickers oder irgendwie so. Und da ging mein Mund dann irgendwann echt kaputt. So die Zunge hatten so Pickel, Lippen sind auf. Lag dann auch an der Trockenheit und so. Und wenn es was Warmes gab, habe ich mich da auch gerne dann hingesetzt. Das war dann meistens Tagine, Gemüse, mal auch mit Hähnchen. Ja so, Tagine ist ja eine Gemüsebrühe oder sowas in der Art, ne? Das ist ein Schmortopf, wo du hast eigentlich eine Schicht Zwiebeln und Tomaten. Das wird geschmort, da drauf sind dann Kartoffeln, Hähnchen und Gemüse. Okay. Und dann gibt es noch diverse Varianten mit Rosinen oder so. Das ist echt cool, weil es einfach warm ist und Menge hat. Und dann Omelette. Ja. 3 Eier in der Pfanne und dann vielleicht noch eine Peperoni und ein bisschen Tomate. Und dann, das schmeckt auch gut. Dann kann man das mit Brot immer so aus der Pfanne holen. Hauptsache kein Durchfall kriegen. Ja, das kann man dann hoffen. Ich hatte ein Glück, nichts. Vorher nicht, nachher auch nicht im Hotel. Aber ich war schon mal vor 10 Jahren in Marokko, da hatte ich ordentlich Durchfall, nachdem ich eine Tagine in Marrakesch gegessen habe. Okay, das ist kritisch. Ich finde ja immer, ich habe mal den Fehler gemacht, so Beefies, denn bei so einem 400 Kilometer Straßenrennen oder LFT, wo wir dann hingefahren sind und zurück, dann irgendwie nachmittags so abends so Beefies. Das ist so richtig auf den Magen geschlagen, so richtig unangenehm. Ja. Fehler, die man nur einmal macht. Zu viel Beefy wahrscheinlich, ne? Ja, eine geht vielleicht, aber. Ja, genau, mein Tipp wäre da eigentlich viel Salziges mitnehmen oder Fruchtiges. Also ich hatte von meinem Sohn so Quetschis dabei. Und die waren überraschend. Das Beste dann, die ersten Tage. Ich hatte dann noch 3 dabei. Es war immer so ein Spinat-Banane. Ja.
würde man sich hier nie reinhauen, aber er hat gesagt, es bringt Energie. Ja. Und dann habe ich die mitgenommen und also besser als diese amerikanischen Sandcookies, die man da kriegt. Auf jeden Fall. Und ich hatte dann auch diese veganen Beefies, die okay. gibt's ja auch. Da hatte ich einfach, ja, und dann für die ersten Tage, weil das dann immer so ein bisschen so ein Highlight war, mhm. neben all dem Zucker. Eigentlich nur salziges mitnehmen, Zucker da kaufen. Ja. Ich habe ja gesehen in dem Video, also ihr seid ja auch nachts über verschneite Berge gefahren, wo sich dann alle runtergekehrt haben. Wie war das so? Ihr seid ja in der ersten Nacht seid ihr ja, glaube ich, den Berg dann hochgeschoben, wo es dann, glaube ich, eisig wurde, wo Leute weggerutscht sind. Wie war die Situation für dich? Ja, es ging um 18 Uhr los und das ist so an sich keine Traumvorstellung für einen Start von einer längeren Tour. Mhm. Aber musste so sein, alle haben es gemacht. Ja. Und die meisten sind auch dann, also es war halt der höchste Berg, der dort ja. am ersten Mal so 2600 Meter und es ging dann so gegen 21 Uhr der Anstieg los oder ja. nee, 23 Uhr, da stand dann auf dem Wahut 31 Kilometer Anstieg mit 1500 Höhenmetern. Und das hat dann halt auch bis 4 oder 5 Uhr gedauert, so 6 Stunden. Also es war an sich eine coole Erfahrung. Man ja. schiebt und fährt und dann ist Schnee und verweht. Man kann dann aber durchs ganze Tal zurückgucken und sieht eigentlich, also wenn man jetzt so im mittleren Feld ist, nach hinten auch nochmal so 100 Lichter, die ja irgendwie das Gleiche noch vorhaben. Und das war dann schon eine coole Stimmung. Schlimm ist nur, wenn vor dir Lichter sind und hinter dir nicht. Ja, mag sein. Ja, ja. Ich weiß es nicht. aber genau, oben war es dann angekommen, totaler Wind, der da über den rüber fegte und echt arschkalt. Und da ging das dann recht steil runter, durch, also seitlich und dann über so einen kleinen Weg immer weiter. Da musste man ab und zu durch so Schneewehen rüberstampfen und da sind auch echt welche abgerutscht. Und mir ist jetzt eigentlich dann nichts passiert und ich war dann, glaube ich, gegen 7 Uhr am Checkpoint und dann war auch 13 Stunden, 120 ja. Kilometer. So, das waren so die erste Etappe. Da hatte ich echt gedacht, ich komme da schneller durch. Ja. Ich glaube, die ersten haben 8 Stunden gebraucht. Die waren nachts um 2 da, also 5 Stunden früher. Aber du hast schon dir vor dem Anstieg, hast du dir denn alles angezogen, was du hattest? Ihr seid ja, glaube ich, kurzärmlich gestartet. Und du hast dich denn direkt lange Klamotten angezogen. Wie hast du es gemacht? Ich hatte schon Beinlinge und Armlinge hatte ich schon an. Und ich habe dann irgendwann zwischendurch als der erste längere, also es war so ein kleiner Hügel mit einer längeren Abfahrt wieder danach, da habe ich mir eine Regenhose und Regenjacke dann übergezogen, glaube ich, einfach um winddicht zu sein. Es war auch schon kalt, die erste Nacht war auch die kälteste dann da oben mit minus 8 Grad. Und das habe ich dann angelassen von 9 Uhr abends oder 10 Uhr abends bis morgens um 10, also 12 Stunden, ja, weil es dann auch erst, als die Sonne dann wieder da war, um 9 oder 10 warm wurde. Ja, man kennt's, Winterurlaub in Marokko. ja, also vor allem bei den Abfahrten. Regenhose hatte ich eine ganz lange dabei, die auch runterging. Das war super angenehm. Werde ich auch nicht anders machen. Also ich überlege ja eigentlich, entweder gibt es die Option, ich hole mir noch eine Hose ohne Polster, eine Thermohose, oder ich nehme vielleicht doch eine Hose mit Polster, weil meine kurze Bib-Shorts, wenn ich sie mitnehme, da ist das Polster nicht so mega dick. Und ich glaube, nachts weicher sitzen ist vielleicht auch nicht so schlimm, weil es ist richtig schwer, gute Klamotten ohne Polster zu finden. Meine Meinung. Mhm. Ja, also ich hatte lange auch, bin ich ohne Polster gefahren und ja, die sind halt alle meistens nicht fürs Radfahren gemacht und dann sind sie auch nicht windgeschützt und so. Das ist irgendwie. Also ich habe mal bei AGU geguckt, aber es ist halt schwierig, da jetzt was zu finden. Ist halt ein sehr schwieriges Thema. Was war denn dein bester Tag überhaupt? Ich glaube, ich hatte ja die erste Nacht durchgefahren, die zweite Nacht habe ich draußen gepennt und gefroren. Ich glaube, da bin ich um 11 ins Bett und bin um 3 weitergefahren. Ja. Und da hatte ich einen richtig schlechten Morgen, aber als ich dann um 11 beim Ort war, wo so Frühstücks nachkaufen, da hattest du vorhin auch ein Bild, wo ich meinen Schlafsack trockne. Ja. Den habe ich einfach aufgehängt, weil ich dachte, ich bin jetzt hier eben eine Stunde und besser ist, den trocken zu halten. Ja.
Da ging es dann eigentlich los, dass das ein richtig cooler Tag war. Da hatte ich den ersten Tag und Nacht 260 Kilometer und bin dann da ordentlich weitergefahren und bin dann zu dieser berühmten, wie heißt denn das, Schlucht mit dem Omar, der da sitzt und Tee verteilt. Das war eigentlich ein cooler Tag, weil es waren echt gut fahrbare Strecken, ja. Und man kam voran, es war auch okay warm. Man hat noch viele Leute getroffen, man konnte sich immer so austauschen. Da hatte ich so, mitten auf der Strecke kam auf einmal ein Moped vorbei und hat mir eine Standpumpe angeboten. Der brauchte die selber, weil er da so einen Schleichplatten hatte mit seinem, ja, Moped. Und dachte, ich hätte einen, weil ich da gerade stande, aber ich wollte eigentlich nur pinkeln. Und genau in dem Moment ist einfach nichts in der Wüste los und dann kommt der mit dem Moped vorbei, wo ich pinkeln will. Geil. Und der Omar war lustig. Da war dann noch auch so ein bekannter Ultrafahrer, der hat mit dem dann auch noch einen Joint geraucht, hat mich dann später überholt, da hatte echt gut Energie. Und dann abends ging es durch so eine richtig, also bin ich gegen die Abendsonne gefahren und dann total schöne Strecke, wo dann auch so kleine Schäferdörfer waren. Ich hatte eine skurrile Situation, wo mich eine ganz verschleierte Frau vermutlich ins Haus immer gewunken hatte. Okay. Und gesagt, hier, komm rein. Und meinte, nee, ich will weiterfahren. Bin weitergefahren, aber einfach immer so abgewunken. Und dann bin ich, glaube ich, abends um 10 oder so in dem Ort angekommen, bei Kilometer 500. Hatte dann da auch eine Unterkunft, da hatte die mit einem Italiener so ein Zimmer geteilt. Da haben wir dann ich glaube, ich bin erst um 4 Uhr morgens dann weiter. Und das war irgendwie so doch schon ein echt cooler Tag, weil man da hatte man auch noch Energie, hat sich an vieles erinnert, hatte so ein paar Highlight-Situationen. So Kilometer, ich glaube, das war Kilometer 350 bis Kilometer 500, das war echt cool. Also da kann man sich drauf freuen. Da kann man auch gut vorankommen. Hat man wenig Ärger mit Schieben und wenig hohe Berge. Gibt es einen Moment, den du gern vergessen würdest? Nee, ich glaube nicht. Vielleicht im Moment, dass ich keine Nackenschmerzen kriege, zu verhindern. Aber das ist eine lange Vorarbeit und kein Moment. Nee, ich hatte auch eigentlich keine Probleme so. Also ich hatte jetzt keine mentalen Probleme. Ich wusste, was ich da will und wusste, dass ich die Zeit genießen möchte, da, die ich da bin. Und ich hatte ja auch nur einen Platten, wo ich nicht wusste, warum. Da war die Luft raus, habe ich aufgepumpt und es ging alles wieder. Und dann hat da alles geklappt. So. Kein traumatisches Erlebnis. Das hört sich da positiv an. Man muss ja auch zwischendurch, glaube ich, mal so bis zu 10 Kilometer schieben. Fandest du das angenehm? War das eine gute Abwechslung? Oder sagst du so, lieber schlecht fahren als schieben? Also, man muss eigentlich nur schieben, weil man so lange unterwegs ist und vielleicht die Energie nicht mehr hat oder weil man das Rad zu schwer bepackt hat oder beides. Soweit ich weiß, sind die eben da an der Spitze fahren, alles gefahren, haben hier und da vielleicht mal durch ein Flussbett getragen. Kannst natürlich auch fahren, ne? Ist halt anstrengend. Ja. Es gab 15 Kilometer Sand, also das war auf jeden Fall ein besonderer Moment, wo ich dachte, man fuhr durch so ein Dorf und dann war das Dorf schon sandig und dachte, boah, irgendwie voll coole Stimmung. Da flogen diese Bälle, die man so aus Silvesternfilmen, diese Strohballen flogen da. Und dann fuhr man durch den Sand und ich hatte dann irgendwann so realisiert, boah, was ist das denn hier? Wann hört das dann mal auf? Ich wollte jetzt irgendwie noch, das sah halt auf der Karte perfekt aus. Es ging 30 Kilometer bergab ohne Erhöhung und ich dachte, boah, da bin ich in einer Stunde durch. Und dann war es 5 km, also 3 Stunden habe ich gebraucht. Oder? Nee, Quatsch noch. Ich habe für 15 Kilometer 3 Stunden gebraucht dann. Und dann habe ich in dieser Wüste gepennt. Ich hatte dann einfach meinen Biwak auf den Boden gelegt und man hörte Kamele und Schafe und auch Schafhirten mit ihren Squads. Das war, da haben wir, glaube ich, alle geflucht. Also ich finde, es ist eine super Erinnerung. Und wenn man das jetzt erzählt und auch morgens da irgendwie diese Stimmung,
überall lag auch Kamelscheiße, so, es war einfach eine ganz besondere Situation, die... Das war so ein toller Moment, also die Kamelscheiße musst du erleben. Ja, genau. Ja, ich meine, was willst du nachher erzählen? Ja, natürlich. Ich bin 1000 Kilometer Straße gefahren und ich bin angekommen. So, ne? Transkontinental. Ja. Und ich glaube, das sind dann auch so, ich bin ja selber so ein bisschen immer am Scouten und Strecke machen für meine Hackenpeter-Veranstaltung. Und da gibt es auch so Stellen, wo ich denke, ja, ist voll scheiße zu fahren, nimm mich raus. Mhm. Kann zwei man sich Kilometer. Noch anmelden, bisher 92 Startplätze, mega geil. Also auch das ist ja, es ist kurzfristig fast ausgebucht. Ne? Ich denke auch, dass es bis Weihnachten voll ist. Ja. Ich denke aber auch, dass wieder welche absagen, dass irgendwie sowas passiert und ich dann noch ein paar Pufferplätze jetzt einbaue. Ja, aber viele Bock drauf haben, also ist auch geil. Ich glaube auch, also es kommen viele hier aus der Region, was ich schön finde, weil es dann einfach so die Community hier auch stärkt, aber es kommen halt auch viele aus Deutschland oder jetzt aus Schweden oder eben aus Süddeutschland, die sagen dann Bock mal auf Flachland und nicht immer Berge. Aber genau, was ich sagen will, da sind da manchmal Strecken, wo fährst du so einen schönen Reiterweg, wo du ja einfach nur am Rödeln bist. Aber du kommst dann einfach an so schönen Stellen vorbei und du musst auch mal absteigen und dann vielleicht eine Ecke hochschieben oder so. Aber das ist einfach, wo sonst keiner hinkommt. Genau. Du hast da totale Ruhe. Du kannst dann deinen Biwak hinlegen, kannst dein Zelt aufbauen, du störst dann niemanden und du bist für dich. Und du denkst vielleicht auch mal darüber nach, was du hier tust, wenn du mit 30 km/h die ganze Zeit weiterfährst. So, ne? Und da denke ich dann, das lasse ich jetzt drin, weil die Momente will ich den lassen. Dann so. Ich wohnte ja beim Steppenwolf in der dritten Nacht, habe ich ja im Flugzeughangar geschlafen. Also wirklich auf dem Beton ohne Isomatte, weil ich mir den nicht kaputt machen wollte. Als ich dann aufbrechen wollte, wurde ich vom Security, der kam dann auch noch zu dem Moment, perfekter Zeitpunkt. War aber am Ende alles ganz cool und der meinte dann, ja, eigentlich ist Privatgelände, ist scheiße, dass ihr hier seid. Ja, wo willst du weiter? Und ja, da und da. Ja, nee, da kommst du nicht lang, ist Baumsturz. Ja, nee, das ist schon so gewollt. Das sind halt diese Momente. Ja, nee, wir hatten jetzt ja hier in Norddeutschland gerade die große Sturmflut. Ja. Die Jahrhundertflut. und wir sind an dem Tag danach Teile der Hackenpeter-Route gefahren. Mhm. Um nochmal so einen Checkpoint-Shelter abzuchecken. Und dort sind wir auch. Genau, ein Stück Dänemark ist mit drin. Und da sind wir dann an der Ostseeküste lang gekommen. Oh. Und dort kamen unsere Fußgänger entgegen. Da kann man nicht lang, da können wir nicht lang. Ja. Wir wollen uns das angucken. Wir sind ja jetzt hier, wir wollen auch was von der Sturmflut sehen. Und dann kam halt vom Feld so das ganze Wasser zurück in die Ostsee geflossen. Es war dann einfach wie so eine Flussüberquerung in Marokko. Die hier jetzt war sogar noch schlimmer als die in Marokko, weil es in Marokko jetzt nicht so geregnet hatte. Und da hätten wir auch ins Wasser fallen können. Wir sind dann durch den Fluss oder über den Deich, der da außen lief, gefahren. Und das hat auch geklappt. Aber klar, man muss dann das Risiko eingehen. Genau. Und ich glaube, jemand mit dem Kinderwagen, der da spazieren geht, geht das Risiko dann nicht ein. Das wirst du beim Steppenwolf auch haben. Markus guckt ja auch nach sowas, dass du möglichst viele Baumstämme hast, dass du, also vor allem beim Wildtrack, aber auch, dass du Flussüberquerung hast. Es ist ja auch Abenteuer und es ist ja dann zumindest einen Tag später auch eine schöne Erinnerung. Ja, also ich hoffe jetzt, dass diese Jahrhundertflut zu dem Hackenpeter nicht nochmal kommt. Aber ein paar Highlights gibt es dann trotzdem. Ja, auf jeden Fall. So, was hast du circa ausgegeben für das Ganze? Also ich merke ja jetzt, die Kosten explodieren. Flug kostet so, man denkt ja dann so 200 Euro, am Ende sind es irgendwie 400, 500 Euro. Hotels. Ja, also ich hatte es mal hochgerechnet, es waren so für Flug und Hotels und es waren so um diese 1600 Euro. Ja. Und dann kam bei mir noch dazu, ich hatte jetzt keine Bikebag, die hatte da auch nochmal in dem Fall nur 350 gekostet. Mhm. Die war, glaube ich, ordentlich reduziert in der Zeit. Und dann gibt man ja vielleicht auch noch Sachen aus, wo man sagt, das Equipment will man doch noch verbessern oder andere Reifen aufbauen. Aber so 1600 für An- und Abreise war so, und dort vor Ort zu sein, war schon drin und auch mit der Anmeldegebühr drin. Und du hast 450 Euro Anmeldung, glaube ich, 600 Flug, dann noch 200 Hotel und irgendwelchen Kleinkram noch, glaube ich. Und du hast so circa 200 Euro umgetauscht, hast du gesagt, ne? Für die, quasi für die
Für die 1300 Kilometer habe ich 200 Euro umgetauscht. Ich glaube, man kommt aber mit 100 oder 150 auch gut hin. Ja. Es gibt zwei Orte, wo man auch nochmal theoretisch abheben kann, wenn man jetzt blank ist. Ist ja auch ein Traum. Ja. Oh. Ach, man kann die 200 abheben und dann gibst du die am Ende in SAO-Ära gerne aus für viel Essen gehen. Also, ja, das klar, ist dabei. Dann bist du eh hungrig, dann ist dir das Geld eh egal. Man kriegt da hauptsächlich sowieso nur Scheine, die sind nicht so schwer. Ah. Das Kleingeld habe ich oft an den Straßenrand gelegt, da in der Nähe von dem Laden. Ja. Weil die fühlen, also das sind halt recht unberührte Orte und die sind den Tourismus nicht so gewöhnt. Und wenn man denen immer Geld schenkt, fühlen die sich so, als wenn die weniger wert sind. Und da hatte ich irgendwo gelesen, man soll es einfach in eine Ecke legen, findet ein Kind das, kauft sich Chips, ja, Süßigkeiten. Die ernähren sich da eh nicht so gesund. Und dann ist das ein bisschen netter, weil die wollen dann auch wenn es für dich ist es 3 Cent und denkst, ach, die lasse ich jetzt hier, bevor ich da so ein Silberstück mitschleppe. Ja, genau. Aber die wollen das dann auch nicht haben. Die sagen, nee, nimm mal mit. Anders als jetzt in den touristischen Orten, wo die jedes Geld hier abziehen wollen. Ja, ich sehe es ja von einem Bekannten, der macht eine Weltreise und der ist gerade irgendwo Richtung Dubai und überall wurde eingeladen und halt schwierig, ne? Also ist halt, klar, ist cool, da wird es jetzt nicht so passieren, aber ist halt, theoretisch muss man sich halt sagen, wir wohnen halt in Wohlstandsland, egal wie es uns geht, und uns geht es halt definitiv besser als den Leuten dort vor Ort. Ja. Muss man halt schon irgendwo sagen. So, ich würde es echt gerne irgendwann nochmal machen, so da, und auch dieser Kontrast, der da in dem Land herrscht. Ja. Und vor allem diese totale Ruhe durch die Leere der Landschaft. Aber ich muss auch sagen, für so ein Event und all das drumherum, 1600 Euro nur dafür, dass du dort bist. Also da würde ich jetzt Leuten, die dann nicht so das Geld haben, kauf dir lieber ein Fahrrad und fahr hier durch Schleswig-Holstein oder durch Brandenburg. Also du hast auch genau so ein Abenteuer, wenn du dich hier an die Küste legst oder irgendwie in den Wald und deswegen hatte ich ja auch diesen Hackenpeter so mal ins Leben gerufen. Kauf dir lieber das Rad. Ist auch mega geil. Ich sag mal, wir haben ja beide ein bisschen mehr Erfahrung als manch anderer. Und ich sag mal, es ist einfach rausfahren, sich ein Wochenende Zeit nehmen, ob es jetzt eine Straße ist oder Offroad oder ein Mix. Einfach draußen schlafen im Zelt und man hat so eine schöne Zeit. Und es wird eh irgendwann mehr, wenn man es möchte. Ja, und dann kann man auch weiterfahren, kann man auch nach Dänemark fahren, nach Holland, nach Polen und so. Aber genau, das Rad zu haben, ist dann irgendwie doch geiler als 1600 Euro für Flug und all das. Ja. Was würdest du dieses Jahr noch oder nächstes Jahr für Events fahren? Hast du dich irgendwo angemeldet? Ich hoffe, Steppenwolf klappt. Ja. Und dann mit meinem Hackenpeter habe ich auch eine Woche zu tun mit den Checkpoints und so. Das ist dann ja auch so ein bisschen für die Familie das Gleiche. Ich bin eingespannt mit Fahrradfahren. Ja, genau. Und dann muss ich mal gucken, was sich vielleicht noch nach dem Sommer ergibt. Hast du dich Sommer für Transbiker angemeldet oder noch nicht? 24 nicht. Nee. Aktuell sieht meine Schulter auch noch nicht so aus, dass ich mir das zumuten würde. Okay. Taunus hätte ich Bock gehabt. Das fällt nur genau auf meine Veranstaltung. Ja. Deswegen wird das dies Jahr nichts. Grenzstein-Trophy ist so eine Überlegung, wo man sich nochmal hier vor Ort quälen könnte. Mutig. Transbalkan ist dann eher was für später, glaube ich, nochmal. Ja. So eine größere Sache werde ich nächstes Jahr, ich werde eher gucken, wo das nächstes Jahr ein paar lokale, gut zu erreichende Sachen. Mal sehen, was noch kommt. Ja. Wir haben hier im Norden auch dieses Coast and Dead Fish. Ja. Da gucke ich mal, ob ich was Kleines mitmache. Was immer nett ist, dann auch quasi hier die Community so nochmal. Ist auch Bikepacking oder was ist das? Ja, das ist, gibt es einmal Gravel, die haben 150, 300 und 600 Kilometer von Lübeck aus. Und dann haben sie Road und das ist eigentlich cool, weil du das startest Freitag und du kannst theoretisch Samstagabend wieder da sein. Okay. Über die dänischen Inseln. Also fährst dann über Flensburg und dann über die dänischen Inseln und machst immer 2 Fährfahrten. Und das kannst du so locker am Wochenende, ohne dass man viel freinehmen muss, machen. Okay. Wenn das bei mir reinpasst, dann mache ich da mal wieder mit. Da hatte ich schon mal mitgemacht. So, das sind die Sachen für nächstes Jahr. Ja. Zu guter Letzt, was würdest du mir oder Leuten fürs Atlas Mountain Race für Tipps geben? Tja,
ja. Freu dich drauf. stress dich nicht. Die Leute vor Ort, die sind einfach echt hilfsbereit und ja. Irgendwas passiert da auch. Also man hat das Gefühl, man ist immer im Nichts, aber man trifft dann trotzdem dort irgendwie im Nichts auch einen Hirten oder und ich, so einen richtig schlauen Tipp habe ich glaube ich nicht. Den ultimativen Tipp. Ja, aber den gibt es ja auch nicht. Ich glaube, das Fahrrad, also ich hatte ja schon mal einen Podcast aufgenommen, da war mein Tipp, es geht nicht direkt ums Fahrradfahren. Ja. Also das kann man zwar alles vorher trainieren, aber man muss da eben auch viel laufen oder. Ja. Und ich sag mal am Ende, du kannst so fit sein, wie du willst. Ich bin jetzt trotzdem irgendwie in den letzten 2 Wochen zweimal krank geworden, erstes Mal Kälte und ja. Dann ist die Zeit halt vorbei, aber. Ich hatte das auch, glaube ich, im Dezember war ich krank und dann kommt noch Weihnachten und irgendwie Termine und so. Nee, die Fitness ist bestimmt da, die Grundfitness und alles andere ist dann einfach der Wille so. Und dann wünsche ich dir, dass es ein bisschen wärmer ist als bei uns. Ja, auch größten Respekt, dass du halt großteils ohne Musik gefahren bist. Also mein größter oder schlimmster Moment überhaupt war zum Beispiel irgendwo in Tschechien, nachts die Kopfhörer verloren. Dann war die Powerbank alle, dann war der Wahoo alle und dann sitzt du da alleine in der Wildnis, Walachei, hast seit 1,5 Tagen keinen Menschen gesehen, hast keine Musik, bist auf dich allein gestellt und also ja, ganz ich mach ohne das, könnte ich nicht. Ich mache das ja, um irgendwie die Zeit da für mich zu haben. Ich finde das ganz gut und ich mag das auch quasi, also ich wohne hier in der Stadt und wenn ich da bin, dass man nichts hört und wenn man was hört, dass man sich freut, dass man irgendwas hört. Das finde ich eigentlich schon ganz cool. Okay. Also auch keine Geräusche gibt es da so, ne? Das ist ja einfach so, die sind nur Steine und man hört dann vielleicht Wind, aber das ist schon cool. Ja, auf jeden Fall. Okay, vielen Dank, dass du Zeit hattest, dass du nochmal Zeit hattest und ich danke dir und wünsche dir einen schönen Tag und schau mal vorbei beim Hackenpeter und da gibt es auch eine Packliste, die er dabei hatte, verlinke ich alles und wir sehen uns.